Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem absoluten Lifehack, der euch das Leben auf der Starshine Ranch aber um ein Vielfaches angenehmer macht. Nämlich, wie werdet ihr eigentlich diese nervigen Wölfe los, die die ganze Zeit hier sind und zwar ohne ein Spray? Ihr kennt es ja vielleicht selber, die Wölfe verfolgen euch gefühlt eine Stunde, lassen euch nicht in Ruhe. Ihr habt sie die ganze Zeit hinten dran und wenn sie euch nur einmal leicht erwischen, ist zumindest ein Tierabwehrspray weg. Oder wenn ihr keins habt, werdet ihr direkt dann wieder bei dem guten Arzt aufwachen. Aber wie schafft ihr es, dass ihr völlig in Ruhe gelassen werdet, ohne irgendeinen Gegenstand zu investieren? Dafür gibt es einen coolen Trick. Ihr müsst dafür einfach nur zum Wolf Hall in euch bewegen, denn dort befindet sich in der Nähe ein Portal nach Pandoria. Und dieses Portal nutzen wir jetzt einfach mal aus, um diesen Trick zu aktivieren. Ihr bewegt euch einfach zum Portal, das ist nämlich immer dort in einer sehr ähnlichen Stelle, also falls ihr irgendwie ein anderes Portal habt nach Pandoria, könnt ihr das natürlich auch nehmen. Das hier ist nur das, was mit am schnellsten zu erreichen ist, da es auch immer an derselben Stelle ist. Also einfach nur Luftlinie euch in Richtung des Portals bewegen, das befindet sich nämlich da oben. Und schon habt ihr diesen super coolen Lifehack aktiviert. Und ich zeige euch jetzt die Tricks damit mit dem Lifehack und was ihr beachten müsst und so weiter dabei. Also wir bewegen uns hin zum Pandoria-Portal. Wie gesagt, ist ein kleines bisschen Weg, aber wir sind kurz davor und das ist einfach super schnell zu erreichen. Wenn ihr nicht hier in dieses Gebiet kommt übrigens, müsst ihr eben ein anderes Portal nehmen. Also es ist ab und zu mal auch eins, naja, wobei die sind eigentlich alle in Richtung New Hillcrest. Aber generell müsst ihr nach Pandoria. Es kann sein, dass auch andere Portale funktionieren. Bisher ist es bei mir aber nur bei Pandoria aufgefallen. Was passiert dadurch, dass ihr nach Pandoria geht? Ihr seht es selber jetzt schon hier. Oh, wir haben plötzlich diese Fliegen außenrum um den Kopf. Warum auch immer löst nämlich das Drehtrim nach Pandoria genau das hier aus. Und wenn ihr wieder in die normale Welt zurückgeht, habt ihr wieder noch diesen Buff aktiv. Ihr habt immer noch diesen dauerhaften Buff hier aktiv. Und dann könnt ihr euch einfach abholen lassen. Ihr müsst nicht auf der Starshine Ranch übrigens euren Heimatstall haben. Ihr könnt es auch direkt einfach dann bei eurem Heimi machen. Ihr habt es dann die ganze Zeit, bis ihr euch relockt, habt ihr diesen Buff hier. Und was bringt euch eigentlich dieser Buff? Was bringt euch eigentlich diese Fliegen? Das zeige ich euch jetzt. Diese Fliegen haben nämlich einen sehr, sehr krassen Effekt. Und den sehen wir gleich, wenn wir die Starshine Ranch dann nämlich betreten. Denn diese Fliegen machen euch 100% immun vor den Wölfen. Aber, ganz wichtig, nur wenn eine gewisse Voraussetzung erfüllt ist. Und diese zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt, wann die Fliegen nicht funktionieren und wann die Fliegen funktionieren. Wann funktionieren die Fliegen nicht? Die Fliegen funktionieren nicht, wenn ihr euch im Schritt, im Trab oder langsamer bewegt. Also zum Beispiel zu Fuß oder wenn ihr steht oder was auch immer. Jetzt zeige ich euch einfach mal. Hier seht ihr die Wölfe. Wir bewegen uns einfach mal hier im Schritt. Im Schritt seht ihr, holla die Waldfee, Wölfe kommen, Wölfe sind dran. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Funktioniert überhaupt nicht. So, wann funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert, wenn ihr euch mindestens im Kanter bewegt. Also ihr müsst euch nämlich hier auf die Wölfe bewegen, müsst schauen, dass ihr schnell genug seid. Seid ihr schnell genug? Seht ihr das? Bleiben die Wölfe einfach stehen. Also ihr könnt im Galopp und im Jagdgalopp und im Kanter euch bewegen. Und solange ihr euch in dieser Gangart an den Wölfen vorbei bewegt, bleiben die Wölfe komplett stehen. Die Wölfe werden zwar auf euch aufgeschaltet, aber sie bleiben stehen. Ihr könnt übrigens auch direkt danach abbremsen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gilt nur die Geschwindigkeit, die ihr hattet, als die Wölfe euch entdeckt haben. Also,
Heute ist zum Beispiel eine der Kisten, nämlich oben hier in dem Wolfslager. Und gerade da, oder auch bei dem Rennen, wo ihr sowieso die ganze Zeit in einer schnelleren Gangart euch bewegt, ist das super praktisch. Also bewegt euch einfach hier durch die Wölfe. Ihr seht es hier, Wölfe werden alle getriggert, aber sie bleiben alle einfach immer stehen. Sie bleiben stehen und lösen sich direkt danach auf. Also ihr seht es euch, die Wölfe werden getriggert. Bam, Wölfe getriggert. Hier auch, wir raten einfach mal einmal durch. Da ist die Kiste. Die Wölfe sind getriggert und wir können uns danach einfach easy peasy langsam zu unserer Kiste bewegen, da sich die Wölfe einfach auflösen. Bam, Kiste und fertig ist das Ganze. So funktioniert das Ganze. Habt ihr die ganze Zeit aktiv, auch wenn ihr jetzt euch besagt, ihr wollt das hier gerade plündern, könnt ihr danach einfach abbremsen. Und bam, wie ihr seht, ist, dass die Wölfe sich hier danach direkt auflösen. Ist ein unfassbar guter Trick, um das für euch nochmal zusammenzufassen. Einfach nur in einer der oberen drei, also in einer der schnelleren Gangarten euch bewegen. Schritt und Trab funktioniert nicht, aber alles, was schneller ist, also zu Fuß übrigens geht auch nicht. Ihr solltet also mindestens eine gewisse Geschwindigkeit haben. Jetzt hier nochmal selber. Solange ihr mindestens hier im Kanter euch bewegt, ist alles easy. Solltet ihr euch langsamer bewegen, schalten die Wölfe so lange auf euch auf, bis ihr euch dann schneller bewegt. Zeige ich euch auch nochmal hier. Wenn ihr mal hier seht, die Wölfe, ihr bewegt euch zu langsam, dann seht ihr auch, dass ihr euch bewegt schneller. Und sofort, sobald ihr euch schneller bewegt, bleiben auch da die Wölfe dann einfach stehen. Also so funktioniert das Ganze, falls ihr das doch mal versauen solltet und das einfach mal nicht schafft. Dann müsst ihr einfach euch kurz schneller bewegen und schon habt auch ihr da das wieder erfüllt. Auch selbst wenn ihr euch erwischt werdet und euch wieder zum Tierarzt zurückkommt, habt ihr immer noch diesen Buff aktiv, so lange eben, bis ihr euch einfach reloggt. Und ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte, dass ich euch mit diesem Trick weiterhelfen konnte. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und viel Spaß damit. Ciao, ciao.